Ja, dann sage ich mal Hallo, mein Name ist Michael Renner. Ich werde heute ein bisschen was zum Thema Netzneutralität sagen oder erzählen, das einen schönen Untertitel bekommen hat, warum auch Daten im Internet Anspruch auf Gleichberechtigung haben. Ich glaube, das ist nicht mehr aus meinem originalen Abstract, sondern vom Copy-Editing übergeblieben. Mich gibt es auch auf Twitter zu finden. Und möchte, glaube ich, anfangen, ein bisschen was zu mir zu erzählen, nämlich Netzneutralität ist ein relativ großes Thema, da möchte man auch wissen, wer die Person ist, die dazu redet. Ich bin 29 Jahre alt, bin eigentlich mit dem Internet groß geworden, habe meinen ersten Internetanschluss 1997, damals noch bei Magnet gehabt, 2001 eine Lehre bei Einod begonnen, einem der früheren österreichischen ISPs, dort dann 2003 weggewechselt und eigentlich seitdem immer mit dem Internet berufs- und interessensmäßig relativ eng verbunden geblieben. Voriges Jahr bin ich durch Inkompetenz der Strafverfolgungsbehörden auch politisch ein bisschen radikalisiert worden, habe mir dann zum Ziel genommen, die Ahnungslosigkeit und das Unwissen im öffentlichen Raum ein bisschen einzudämmen und auch angefangen, mich zu Themen, die mich interessieren, wo ich das Gefühl habe, dass man durch technische Expertise, Hintergrundwissen punkten kann, die noch ein bisschen unterbesetzt sind in Österreich, mich mehr zu engagieren und bin deswegen dann auch Mitglied bei der Initiative zur Netzfreiheit geworden, die momentan gemeinsam mit der Vibe eine Kampagne laufen hat zum Thema Netzneutralität. Dazu gehören aber nachher dann eh noch ein paar Punkte. Zum Vortrag selbst, grobe Gliederung, Begriffserklärung Netzneutralität, was ist das überhaupt? Bereiche und Beispiele, wo Netzneutralität heutzutage schon in Frage gestellt wird und auch aktuelle Entwicklungen, was am Horizont ist, was die nächsten Schritte sind, die passieren werden. Ich versuche das Ganze ein bisschen wie einen Dialog zu gestalten, das heißt, wenn jemand von euch akute Fragen hat, bitte aufzeigen, sonst haben wir nachher vielleicht auch noch Zeit. Zeitmäßig wird es, glaube ich, relativ eng, 3 Stunden habe ich. Ist nachher dann noch 5 Minuten Pause oder ein bisschen länger? Viertelstunde, der nächste Vortrag ist dann oben, ja. Okay, gut, das heißt, können wir notfalls auch ein bisschen überziehen, wenn es die Leute interessiert. Aber ja. Zum Thema Netzneutralität. Ist ja so für sich alleinstehend eine schöne Worthülse, kommt Netz drin vor. Mit Neutralität kann man als Österreicher auch was anfangen, so die Anscheinsmeister in Neutralitätsthemen. Aber man muss den Begriff auch ein bisschen definieren, dass man was damit anfangen kann. Da gab es von Lawrence Lessinger sehr schöne Formulierung, die ich jetzt versuche einzudeutschen. Und zwar, wie ein tagträumender Postler soll das Netzwerk einfach nur die Daten bewegen. Die Interpretation obliegt den Applikationen an beiden Enden. Dieser Minimalismus ist Absicht. Er spiegelt einerseits eine politische Entscheidung, wieder Kontrolle zu verhindern, andererseits auch eine technische Entscheidung, den optimalen Netzwerkaufbau wieder zu spiegeln. Das heißt, man versucht auf der Netzwerkebene nicht einzugreifen, sondern das Netz soll einzig und allein die Daten übertragen und das so effizient und gut wie möglich. Das Ganze ist, wenn man ein bisschen die Prosa außen vor lässt, gewachsene technische Konvention. Weil das ganze Internet in seiner Form, wie es heute existiert, ist eigentlich das Endprodukt von 40 Jahren Entwicklung, wo jeder Rechner zum Internet hinzufügen könnte, neue Protokolle entwickeln hat können, neue Applikationen entwickeln hat können. Und das hat so gut funktioniert, eben weil es kaum Regeln gegeben hat. Das heißt, alles, was man eingeführt hat, was das Netz nicht beschädigt hat oder kaputt gemacht hat, hat, wenn es Leute interessiert hat oder wenn Leute davon einen Nutzen gehabt haben, ist es dann geblieben. Also das HTTP ist, glaube ich, 91 irgendwann entstanden, so das World Wide Web mit schönem Browser und bunten Bildchen und Flash, was weiß ich, hat seinen Ursprung erst 1995 gehabt. Und das sind alles Entwicklungen, die dann geblieben sind. Und auf der anderen Seite sind Protokolle, die nicht mehr so interessant waren, wie Gopher zum Beispiel, einfach verschwunden. Nicht, weil sie verboten worden sind, sondern einfach, weil es keinen technischen oder menschlichen Nutzen mehr gehabt hat. Eine andere der Grundsäulen, die wichtig war fürs Internet, ist das Best-Effort-Prinzip. Das heißt, jedes Datenpaket, das ich ins Netzwerk einkippe, wird so gut wie möglich ans Ziel geleitet. Da gibt es keine Unterscheidung anhand von Services, von Content-Anbietern, ob gerade Schönwetter draußen ist oder nicht. Und wenn es Überlastung gibt, was im Internet eine sehr alltägliche Sache ist, dann wird die verbleibende Bandbreite zu gleichen Teilen auf die verbleibenden Nutzer aufgeteilt. Da gibt es auch noch die ganz klare Trennung zwischen Application Layer und Network Layer, die vorne in dem Beispiel eh schon gut rausgestrichen worden ist. Das heißt, die Applikationen arbeiten nur auf der Applikationsschicht, Netzwerk arbeitet rein auf der Netzwerkschicht.
bedeutet im Umkehrschluss, dass es für einen ISP komplett egal sein sollte, was für Services über seine Internetanschlüsse benutzt werden. Und andererseits sollte es für Service- und Content-Anbieter auch völlig egal sein, wo sein Nutzer, also wo die Nutzer seines Dienstes gerade sind. Wenn die Bandbreite, wenn die Qualität der Leitung ausreicht, kann es verwenden. Zum Beispiel, wenn man jetzt schaut, ich war 2009 oder so, wie ich mein erstes iPhone-Handy gehabt habe, fasziniert, dass ich über 3G einen Videostream am Klo schauen konnte. Nicht über Wi-Fi, sondern dass es einfach funktioniert, weil sie einfach die Transferraten im mobilen Bereich auch verzigfacht haben in den letzten Jahren. Und der letzte Punkt ist das Ende-zu-Ende-Prinzip. Das heißt, wenn man einmal quasi einen Internetanschluss irgendwo erwirbt, möchte man das ganze Netz erreichen können, ohne jetzt eine Segmentierung des Netzes oder Partitionierung. Das Netzwerk kümmert sich nicht um den Inhalt, Korrektheit oder Qualität, sondern es ist immer eine Verbindung zwischen zwei Teilnehmern. Und bei den erreichbaren Teilnehmern sollte nach Möglichkeit alle dabei sein. Jemand, der jetzt schon mal einen Besuch auf China oder in arabischen Ländern war, weiß, dass das dort nicht so gegeben ist. Die haben mehr oder weniger große Firewalls installiert, dass ihre Nutzer nur ausgesuchte Seiten im Netz erreichen können oder Inhalte, wo sie wissen, dass die jetzt nicht im Sinne der Bevölkerung sind, Anführungszeichen, nicht erreichbar sind. Das Ganze ist eine Kurzfassung, weil ich keine Grundsatzdiskussionen zu diesem Thema lostreten möchte. Wenn sich jemand interessiert, gibt es eine längere Fassung auf unsernetz.at/netzneutralität und eine ganz lange Fassung mit Hintergrundinfos und ein bisschen Prosa rundherum im Positionspapier zum Thema Netzneutralität. Jetzt ist natürlich die Frage, die ganzen Dinge, die ich jetzt erwähnt habe, haben im Internet die letzten 30, 40 Jahre gut funktioniert. Warum wird das Thema jetzt relevant? Weil es kann ja kaum jemanden geben, der prinzipiell gegen diese Regeln sein kann, weil sie ja gut funktioniert haben. Gibt es leider Oligopole im Markt, das ist sowas wie ein Monopol, nur dass es halt mindestens einen weiteren gibt. Das sind Anbieter, die sich den Markt aufteilen. Das ist gerade im ISP-Sektor etwas, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Wenn wir zum Beispiel auf die österreichische Landschaft schauen, kann man ja sagen, dass der Eyeball-Markt, also die Endkunden im Fixed-Line-Sektor, also wo ich halt wirklich einen Kabelrechner rein habe, relativ gleichmäßig aufgeteilt sind zwischen LGI UPC, die den ganzen Kabelmarkt abdeckt, und auf der anderen Seite die Telekom Austria, die mit den ADSL-Anschlüssen natürlich den ganzen Rest abdeckt. Entweder Leute, die die UPC noch weniger mögen als die Telekom, oder die einfach keinen UPC-Anschluss bekommen können. Und da gibt es halt, mich würde es überraschen, wenn es mehr als 10% sind, Leute, die halt andere Festnetzanbieter haben. Anderes Thema, das ganz spannend wird, ist die Politisierung des Netzes, weil das Internet mittlerweile immer mehr gesellschaftliche Relevanz gewinnt, weil es einfach mehr Menschen gibt, die dort unterwegs sind. Da fallen dann so Begriffe wie, das Internet darf kein rechtsfreier Raum werden, und man muss halt natürlich auch für viel mehr Recht, Ordnung und Kontrolle sorgen, und das ist etwas, was man besonders in Deutschland stark beobachten hat können, was dort ganz heißes Thema ist. In Österreich ist das eher noch ein bisschen im Hintertreffen. Da war sehr lang das Thema oder die Doktrin, dass es in Österreich keine Cyberkriminalität gibt, deswegen muss sich die Exekutive auch nicht mit dem Internet beschäftigen. Und deswegen war da auch mit Verboten relativ wenig zu sehen bis jetzt. Und dadurch, dass mehr Menschen jetzt auch in dem Internet unterwegs sind, kann man natürlich auch mehr Geld dort verdienen. Das heißt, Monetarisierung ist auch ein ganz heißes Thema. Und jetzt, wo mehr Leute das Internet verwenden, kann man natürlich auch neue Angebote bauen, die früher nicht interessant waren, weil es halt kaum Nutzer gegeben hat. Und diese neuen Angebote, zumindest die, über die heute intensiv diskutiert wird, sind meistens sehr datenintensiv. Weil damals, vor 10 Jahren, war es höchstens viele Nachrichtenseiten anschauen, ein bisschen auf Wikipedia surfen, Audio-Streaming ist dann mit 2004, 2005 zum Thema geworden oder war dann auch keine Diskussion mehr wert, weil die Bandbreiten, die benötigt worden sind, so gering waren. Und heutzutage sind eigentlich die Knackpunkte Video-Streaming, besonders Full-HD-Streams, die dann auch so 5, 6 Megabit brauchen, Game-Delivery, die ganzen zukünftigen Konsolen, Generationen von Sony und Microsoft werden sehr stark auf Downloads setzen. File-Sharing ist ein heißes Thema, das eigentlich die Privatkopie oder die Mixtapes ersetzt haben, die früher gang und gäbe waren. Und Internet-Backups, Sicherungen ins Internet hinaus, gewinnen auch immer mehr an Akzeptanz, weil die Leute einfach merken, so, wenn die Wohnung abbrennt, habe ich zumindest noch Zugriff auf meine Daten, wenn sie nicht in der Wohnung bringen. Bringt andere Probleme mit sich, aber hat man zumindest da mehr Sicherheit. Und diese ganzen Player sind nicht untätig und haben auch schon angefangen,
an der Netzneutralität zu rütteln. Weil gäbe es keine Probleme, wäre ich heute nicht hier. Leider sind sie kreativ. An vorderster Front stehen da unterhaltsamerweise die ISPs, die eigentlich früher die Aufgabe gehabt haben, uns den Zugang zum Internet zu ermöglichen, sehen sich heute ein bisschen in der Rolle, den Zugang zum Internet zu erschweren, wenn man damit mehr Geld verdienen kann. Wir haben da auch sehr viele Diskussionen geführt zum Thema, welche Verstöße gibt es in Österreich schon zu beobachten, was machen die ISPs schon. Und bei vielen der Punkten sind wir dann bei Hanlon's Razor angelangt, der eigentlich besagt, so, man darf nichts Bösartigkeit zuschreiben, wenn sich etwas hinlänglich durch Inkompetenz oder Dummheit erklären lässt. Weil die meisten ISPs, zumindest die heutzutage übergeblieben sind, also wir reden jetzt nicht mehr von AT.NET, EUNET oder INOT, wie sie alle damals geheißen haben, sondern die übergeblieben sind, sind große, behäbige Konzerne, bei denen man etappenweise das Gefühl hat, dass die Dienstleistung, die sie erbringen, eher so ein unangenehmer Beigeschmack ist des ganzen Kunden-Lieferanten-Verhältnisses. Also ich bin in Wien UPC-Kunde, was ich dort schon gesehen habe über die letzten 3-4 Jahre, waren Kapazitätsengpässe, wo über 2 Wochen die Latenz am Abend nach oben geschossen ist, weil sie sich bei irgendeinem Ausbau verplant haben, kaputte Modems, ein Support, den man gar nicht als andere anrufen muss, weil man die Antwort eh schon kennt, und natürlich auch gescheiterte Projekte. Wenn es jetzt zum Beispiel bei der Übernahme von neuen ISPs geht, wo dann irgendwann... Ich kann mich noch erinnern, INOT-UPC-Übernahme war dann eine Geschichte so, man konnte bei der UPC INOT-Produkte zwar noch bestellen über die Homepage, aber dadurch, dass sie das Provisionierungssystem umgestellt haben, sind keine Produkte mehr provisioniert worden. Das heißt, man hat eine Rechnung bekommen, aber man hat keine Leistung mehr bekommen. Und das ist ihnen dann aufgefallen am letzten Tag des Projektes, dass sie da was machen müssen. Das hat dann wieder 2-3 Wochen gedauert, bis die Umstellung dann erfolgreich war. Also das ist echt der Alltag. Das heißt, man darf dann nicht so viel der Bösartigkeit zuschreiben, wenn man mal vereinzelt Probleme sieht. Anderes Thema, das die ISPs antreibt, sind Netzausbaukosten, weil ja die Bandbreiten und Kapazitäten, so wie alles im IT-Umfeld eigentlich in den letzten Jahren sich beschleunigt hat, schneller geworden ist. Und das Problem ist, überall wo man Equipment tauschen muss oder wo vielleicht sogar Leitungen erneuert oder neue Leitungen gelegt werden müssen, kostet das Geld. Das ist jetzt nichts, was neu ist, sondern zwar das Kerngeschäft von Internet-Service-Providern, dass sie sich um die Infrastruktur kümmern, dass man Internet beziehen kann, so wie die Wasserwerke sich darum kümmern, dass Wasser kommt, und so wie sich die Stromnetzbetreiber darum kümmern, dass Strom kommt, kümmern sich die ISPs darum, dass das Internet halt aus der Dose kommt oder über einen Funk. Was jetzt sicher neu ist, ist, dass sie sich da sehr stark drauf rausreden und das in den Vordergrund stellen, um ihre eigenen Agenten durchzupushen. Und natürlich der Profit. Weil die ISPs, besonders die in Österreich, aktiv sind, darf man nie aus dem Hinterkopf oder darf man nie vergessen, dass die beiden großen Player, die Liberty Global, UPC und die Telekom Austria, börsennotierte Unternehmen sind. Das heißt, die sind dazu angehalten von ihren Shareholdern, dass sie Profit machen müssen. Das heißt, da kann man nicht darüber diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob das im Sinne der Menschenrechte, Meinungsfreiheit, sonst was ist, sondern deren Kernaufgabe ist es mal in erster Linie zu schauen, dass der Gewinn passt. Das hat sie natürlich in den letzten Jahren zu einigen neuen Varianten der Revenue Generation gebracht. Einer der Punkte, die momentan ganz heiß sind, sind die sogenannten CDN-Peerings oder Content Delivery Network Peerings. Das ist ein bisschen technischer. Früher mussten nämlich die ISPs für den Datenaustausch mit anderen Teilnehmern im Internet, das heißt, wenn ich jetzt, was weiß ich, Daten von Österreich nach Asien schippern wollte, habe ich dazu Geld zahlen müssen, dass ich Kapazität bekomme, über die ich diese anderen Internetteilnehmer erreichen kann. Früher war das sehr stark bezahlt oder zum Selbstkostenpreis, wenn sich 2 Netzteilnehmer gesagt haben, okay, wir schicken uns gegenseitig ähnlich viel Daten, das bedeutet, wir schauen, dass wir den Datenaustausch zum Selbstkostenpreis regeln. Dadurch, dass es jetzt viel mehr Content-Anbieter gibt im Internet, hat es eigene Netze gegeben, die sich zum Ziel gesetzt haben, dass sie sagen, so, du kannst uns eine Datei geben und wir garantieren dir, dass diese Datei weltweit unter gewissen Qualitätskriterien erreichbar ist. Und dass diese Content-Delivery-Network-Betreiber auch diese Versprechen halten konnten, haben sie meistens Endkunden-ISPs Geld dafür bezahlt, dass sie Daten in deren Netz reinschicken dürfen. Das ist etwas, was eigentlich schon seit 10 Jahren gang und gäbe ist, worüber sehr wenig gesprochen worden ist. Das Einzige, was jetzt medienwirksam öffentlich war, war, glaube ich, in Frankreich, wo Orange in einem Gespräch gesagt hat, dass sie natürlich von Google Geld dafür bekommen, dass Google Daten ins Orange-Netz schicken darf.
wo natürlich dann auch die Wogen hochgegangen sind und sie Leute mal gefragt haben, so, ist das jetzt so gut, ist das jetzt so schlecht, wollen wir das nicht? Und das ist ein Punkt, wo man auch abschließend, glaube ich, jetzt noch keine Aussage treffen kann. Extrem problematisch ist es, dass dieser Bereich komplett abseits der Öffentlichkeit passiert ist und diese Deals sehr intransparent sind. Vertikale Integration ist auch ein ganz heißes Thema. Zeichnet euch, dass ein ISP zusätzlich zu seinem Basis-Internet-Produkt zusätzliche Dienstleistungen anbietet, die teilweise auf seiner eigenen Infrastruktur aufgebaut werden können. Klassiker ist zum Beispiel Voice-over-IP-Telefonie, die euch von allen Internetanbietern mittlerweile angeboten wird. Fernsehangebote hat es bei der UPC schon relativ lang gegeben, hat die Telekom Austria jetzt auch nachgezogen. Und mittlerweile gibt es einen ziemlich perfiden Trend, dass die Internetprovider anfangen, irgendwelche Dienste, die es frei im Internet verfügbar gibt, anfangen zu bundeln und speziell zu behandeln bei ihren Produkten. Das ist jetzt ein Beispiel aus Deutschland vom Oktober 2012, das ist von der T-Mobile, die ein ganz tolles Paket haben. Tarif Special Complete Mobile Music. Grundpreis 30 Euro, Datenvolumen 200 Megabyte, da zieht man in Österreich schon ein bisschen die Augenbraue hoch. Dann ausgenommen Spotify-Daten. Spotify ist ein Audio-Streaming-Dienst, der aus diesem Datenvolumen explizit ausgenommen worden ist. Und wenn die Bandbreite dann, oder quasi wenn das aufgebraucht ist, wird die Bandbreite auf 64 Kilobit down und 16 Kilobit up geschickt. Heutzutage gibt es Produkte, die ich um den Faktor 1000 schneller sehen als Standardprodukt. Also das muss man sich vor Augen führen. Das ist etwas, was passiert. Und was jetzt, wo dann die Frage aufkommt, okay, da ist jetzt Spotify ausgenommen. Wenn ich einen Musikstreaming-Anbieter aufbaue, bedeutet das, dass zumindest bei den deutschen Kunden, die mobile Internetprodukte haben, dass ich da automatisch schlechter gestellt bin. Kommt die nächste Frage auf. Kann ich mit meinem Streaming-Anbieter auch solche Dienste bekommen, dass mein Angebot auch von diesen 200 Megabyte ausgenommen wird? Und so weiter. Das ist momentan auch noch relativ intransparent, wo die Regulierungsbehörden allerdings schon anfangen drauf zu schauen. Und diese 200 Megabyte bringen uns auch zu dem Punkt des Usage-Based Billings oder einfach Volumensabrechnung. Etwas, was man im europäischen Internetbereich, zumindest im Fixed-Line-Bereich, eigentlich nicht mehr gekannt hat, weil das, glaube ich, damals 2005, 2006 eigentlich von allen beiden Anbietern abgeschafft worden ist. Allerdings haben die ganzen großen Internetanbieter wie Deutsche Telekom, UPC und so weiter gemerkt, so, eigentlich ist es blöd, wenn wir so ein All-Inclusive-Internetprodukt anbieten, weil da kriegen wir ja nur die 60 Euro im Monat und das war's dann. Wir können ja wieder volumensbasierte Abrechnung einführen, dass wir von den vielen Nutzern dann wieder mehr Geld bekommen können. Wäre doch praktisch. Und das Beispiel mit dem Shaping auf die 64 Kilobit down, 16 Kilobit up, ist mittlerweile etwas, was von der Deutschen Telekom bei ihren ADSL-Produkten schon enforced wird. Das heißt, die geben ab basierend zu ihren Produkten jetzt x Gigabyte Datenvolumen dazu und wenn das aufgebraucht ist, shapen sie es runter auf ein Zehntel bis ein Hundertstel der Kapazität. Wo ich mir selber nicht so sicher war, was ich jetzt davon halten soll, weil ich persönlich nie in diese Bereiche gekommen bin, wo es für mich schlagend gewesen wäre. Aber habe gestern noch einen Podcast gehört zu dem Thema, wo dann jemand gesagt hat, so, eigentlich ist dieses Produkt dann funktional kaputt. Nämlich es ist ja... Ist das monatlich? Ist das ein monatliches Volumen? Es ist ein monatliches Volumen. Das heißt, am Ende vom Monat haben die deutlich weniger Netzlast als am Anfang vom Monat? Das könnte ein Effekt sein, den sie dann bekommen. Also es ist halt alles ein bisschen unausgegoren. Das war auch einer der Punkte in dem Podcast, wo sie dann gesagt haben, das ist ja eigentlich nicht mehr Fair Use, weil Fair Use würde auch bedeuten, dass ich nicht verbrauchtes Volumen ins nächste Monat mitnehmen kann. Aber das ist zumindest bei den jetzigen Regelungen, die in der Diskussion sind oder die schon durchgesetzt worden sind, nicht der Fall. Und eben funktional kaputt, weil ich, wenn ich einen 100 Megabit oder 50 Megabit Anschluss habe und dann nur noch ein paar 100 Kilobit drüber bekomme, ist ja wie ein Auto, das nach 500 gefahrenen Kilometern dann nur noch 5 km/h fährt. Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Ich habe eine Frage. Ja. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes, als dass die Firma sagt, du bist mein Schäfchen, ich bin der Hirte, ich führe dich quasi dorthin. Du hast mir zu folgen und jeder Widerstand heißt, du nimmst die Produkte, du kriegst es einfach. Ja, vor allem eben durch die Oligopol-Situation, weil es heißt ja prinzipiell, dass in Europa noch ein freier Markt bei den Internetzugangsprodukten herrscht, aber das ist ja de facto nicht mehr gegeben,
weil kaum vergleichbare Produkte existieren, zumindest in Österreich nicht, weil UPC bietet dir an Bandbreiten bis 100 Megabit an, die Telekom Austria ist zumindest im verbauten Gebiet auf ADSL beschränkt mit 16 Megabit und weniger. Wo dann eben die Frage kommt, okay, wie viel Entscheidungsmacht lassen wir diesem Player hier selber und wo fangen wir an zu regulieren, um einfach für die Gesellschaft ein sinnvolles Produkt anbieten zu können? Ich glaube bei UPC, und es gibt aber glaube ich auch viele andere Kleinanbieter, was du vorhin gemeint hast, die sind unter 10%. Ja. Hättest du da irgendeine Empfehlung vielleicht? Ich glaube, die Vorratsdatenspeicherung gibt es sowieso erst ab einer gewissen Anzahl von Nutzern. Umsatz, okay. Was ist geregelt? Hättest du da irgendeine Empfehlung vielleicht für so einen Kleinanbieter? Man hat also nie keinen Ausdruck. Ich muss sagen, wir haben uns noch nicht darüber Gedanken gemacht, welche Anbieter aus Perspektive der Vorratsdatenspeicherung interessant sind. Vor allem, weil viele der kleinen Anbieter eigentlich nur die Telekom Austria ADSL-Produkte resellen. Das heißt, die haben kaum eigene Infrastruktur, das heißt, das Kabel zu dir nach Hause wird noch immer von der Telekom Austria gestellt, aber nur der ganze IP-Datenverkehr wird dann von dem jeweiligen Anbieter gestemmt. Aber die Telekom Austria keine theoretisch, oder? Meines Wissens nach, bitte nicht auf Festnagel, ist es so, dass bei den Resale-Produkten die TA keine Vorratsdaten speichert, sondern dass dann jeweils dem ISP obliegt, der den IP-Transfer schöpft. Also ich komme von einem ISP, von einem Clan-Anbieter, und es ist tatsächlich so, dass die Clan-Anbieter selber Vorratsdatenspeicherung betreiben. Falls sie darunter fallen, übernimmt das die Telekom Austria. Die macht das ungefähr seit 10 Jahren schon, die Vorratsdatenspeicherung mit. Ich weiß nicht, wie es bei der UPC war, ob sie das auch schon gemacht haben, aber grundsätzlich kann man sich eigentlich nicht dagegen wehren. Ja. Was man erfahrt über irgendwelche Reverse-Proxys über andere Länder und Zuzugehörs. Ja. Gut. Können wir vielleicht nachher noch darüber reden? Ich muss mal schauen, dass man zeitmäßig nicht durcheinander kommt. Aber es gibt, man kann nur sagen, unter geizhelfer.de/ISP gibt es, glaube ich, einen ISP-Preisvergleich, der zumindest seinerzeit einen relativ kompletten Überblick über den österreichischen ISP-Markt gegeben hat. Das heißt, da kann man mal stöbern, ob es irgendwelche interessanten Anbieter gibt. Das kann man empfehlen für das X-Jahr. Also gut, das waren die ISPs. Die Politik ist auch nicht untätig. Und zur Politik muss man sagen, dass die besonders in Österreich auch noch ein bisschen Internetausdrucker sind. Zumindest lassen viele der politischen Diskussionen der letzten Jahre den Rückschluss zu, dass das Gros der Politiker, also die wirklich am Gesetzwerdungsprozess beteiligt sind, nicht wirklich im Internet angekommen sind und man bei einigen auch die Angst haben muss, dass sie nie ankommen werden. Das ist jetzt, sage ich mal, eine relativ wertfreie Aussage, weil ich bin einem Politiker genauso wenig böse wie meine Mutter oder meine Großmutter, wenn sie sich mit gewissen technischen Themen nicht auskennen. Allerdings muss man dann Rücksicht darauf nehmen, wenn plötzlich solche Leute anfangen, über das Internet zu reden und vielleicht sogar anfangen wollen, Regeln aufzustellen. Da muss dann die Zivilgesellschaft dementsprechend unterstützend eingreifen, dass da nichts passiert. Die Kernthemen der Politik sind eigentlich relativ einfach zusammenzufassen. Da geht es um Macht und Kontrolle, die rechtsstaatliche Hoheit zu wahren in diesem bösen und unbekannten Raum. Eine Diskussion, die in Deutschland ganz groß war, war Sperrbarkeit von Inhalten, war damals mit Kinderpornografie, mit den Stopptafeln ein heißes Thema. Kann in Österreich zum Beispiel sein, auch Kinderpornografie, Volksverhetzung wird relativ stark verfolgt, das Verbotsgesetz, mit dem ich selber auch schon in Kontakt gekommen bin, es wird auch noch relativ hart exekutiert. Und das sind natürlich alles Themen, wo man sagt, na, da wäre es ja praktisch, wenn man doch diese Inhalte aus dem Internet sperren kann. Das Problem ist, wenn man so eine Infrastruktur dann aufgebaut hat, die möglichst einfaches Sperren von Inhalten ermöglicht, dann ist die Frage, ob es in Österreich nicht auch wieder mal einen Rechtsruck geben kann, wie man es jetzt in Ungarn oder Griechenland beobachten kann, wo dann sehr schnell die Meinung der Gesellschaft umfällt und dann auch die Inhalte, die zu sperren sind, oder wo die Gesellschaft sagt, das muss unbedingt gesperrt werden, sich dann auch sehr schnell umschwenken kann. Das kann dann sehr schnell problematisch werden. Anderer großer Punkt ist die Nachvollziehbarkeit von Kommunikation, wo hier dann die Forderungen teilweise so weit gehen, dass man eigentlich von Nutzern im digitalen Raum so viel Daten erfassen möchte, dass man dann ein relativ umfangreiches Profil zeichnen kann, damit man halt so
die dann hat und wenn es dann vielleicht irgendwann mal einen Rechtsverstoß geben sollte, dass man die dann möglichst schnell aufklären kann, indem man einfach schaut, wo war denn der unterwegs. Meines Wissens nach gibt es noch keine Forschungen, die überhaupt die Wirksamkeit der Vorratsdaten irgendwo belegen oder Studien darüber machen. In Österreich ist es erst das zweite Jahr jetzt, in Deutschland ist es, glaube ich, das vierte Jahr der Vorratsdatenspeicherung. Ist sicher eine spannende Diskussion für die Zukunft. Aber das Ganze hat so ein Beigeschmäckle, wo man auch so im Hinterkopf das Gefühl hat, dass sich da vielleicht ein bisschen die Geschichte wiederholt. Weil wenn man Begriffe aus der nicht allzu fernen Vergangenheit bemühen möchte, könnte man auch sagen, dass die Politik da die ISPs vorspannt und sie bittet, dass sie doch bitte die Funktionen eines informellen Mitarbeiters, eines Blockwarts und vielleicht sogar eines Braunhems zum Durchsetzen der jeweiligen Wünsche erfüllen kann. Jetzt kann man natürlich, gibt es ein relativ breites Spektrum, auf dem man hier argumentieren kann. Ich persönlich sage, dass diese Forderungen, gerade wenn es um die Sperrbarkeit von Inhalten geht, dass das den Rahmen des Notwendigen und des gesellschaftlich Erträglichen sprengt. Ist halt immer ein sehr heißes Eisen und deswegen ist auch die ganze Gesellschaft gefordert, dass bei solchen Sachen mitdiskutiert wird. Ich habe ein paar Beispiele zusammengefasst, die besonders aus Deutschland kommen. Österreich war so immer ein bisschen zurückhaltender, eben aufgrund der Cyberdoktrin. Die Stopptafeln waren 2009 ein ganz heißes Wahlkampfthema, wo es darum gegangen ist, dass doch bitte das Bundeskriminalamt zentrale Sperrlisten auflegt, alle ISPs, alle Seiten, die auf diesen Sperrlisten sind, blocken und doch diese Stopptafeln anzeigen sollen. War eine sehr heiße Diskussion in Deutschland und der Alba Freude von einem Arbeitskreis Zensur hat sich dann mal zum Spaß genommen, Teile dieser Blockliste, die dann glaube ich auch geleakt ist, ganz genau bis in meiner Erinnerung, mal hergenommen und hat die Seitenbetreiber, die dort aufgeführt waren, angeschrieben und gesagt, okay, Jungs, wir machen in Deutschland jetzt dann Internetzensur und eure Seite ist da drauf wegen Kinderpornosachen. Innerhalb von 12 Stunden hat er von 60 ISPs die Rückmeldung bekommen, dass die Inhalte gelöscht worden sind. Bei vielen ISPs war auch der Fall, dass das nicht mal der eigentliche Inhaber des Accounts die Daten hochgeladen hat, sondern Sicherheitslücken ausgenutzt worden sind, dass man dort halt auch Daten speichern kann. Und es waren halt auch viele Einträge dabei, wo sich eigentlich nicht erklären ließ, warum die Seite überhaupt auf dieser Liste gelandet worden ist. Aber Alba Freude hat da die Politik sehr schön vorgeführt, indem er gezeigt hat, dass Löschen statt Sperren ein veritables Mittel ist und dass man da jetzt nicht quasi anfängt zu sagen, so, das darf angezeigt werden, das darf nicht angezeigt werden, sondern wenn es wo Rechtsbrüche gibt, die irgendwo auf Seiten gehostet werden, die so gegen geltende Rechtsprechung verstoßen, dass da auch die Verursacher durchaus greifbar sind und durchaus interessiert sind, daran an einer Aufklärung und Erfindung mitzuwirken, wenn sie überhaupt davon wissen. Nicht kaum einer der angeschriebenen Seiten hat gewusst oder der angeschriebene Provider hat gewusst, dass er überhaupt Daten hostet, die auf dieser Liste drauf waren. Anderes Thema, Jugendschutz. Ich wollte mir ein Spiel runterladen bei Origin, eine Download-Plattform von Electronic Arts und habe dann den Pop-up bekommen. Leider darf dieses Spiel aufgrund der Jugendschutzgesetze in Deutschland nur zwischen 23 und 6 Uhr runtergeladen werden. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand der Technik oder Stand der Diskussion ist. Damals stand im Raum, dass aufgrund dieses Jugendschutzstaatsvertrages alle Seitenbetreiber, die jugendgefährdende Inhalte haben, doch technische Sperren implementieren sollen, dass Jugendliche auf diese Inhalte nicht zugreifen können. Das macht auch die ARD. Macht auch die ARD, nicht schlecht. Auch die ARD. Das reicht, wenn man sich einen Tatort anschauen will, das geht nur nach 20 Uhr. Phänomenal. Also da ist mir die gerade bei Origin fand ich es relativ unterhaltsam. Das ist eine Seite, wo ich mein Geburtsdatum angeben habe müssen. Das ist jetzt noch leicht, was zum Schiffen, wo ich meine Kreditkarte angeben habe müssen. Wo es dann schon schwieriger wird, als Minderjähriger an eine Kreditkarte zu kommen. Ich weiß nicht, wie modern die Familien heutzutage sind. Ich möchte nicht ausschließen, dass Jugendliche auch schon Kreditkarten bekommen. Aber da fand ich das besonders unterhaltsam, besonders weil das ein Spiel war, wo der Download dann eh wieder 3-4 Stunden dauert. Das heißt, wenn ich den um 23 Uhr starte, weiß ich, dass ich den an dem Tag sicher nicht mehr spielen werde. Ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst, aber in Südkorea haben sie das Problem, dass sie dort eine hohe Anzahl von übergewichtigen Kindern haben. Ja. Und dort haben sie, glaube ich, ab 2010 haben sie diverse Spiele wie World of Warcraft etc. Bis Mitternacht erlaubt und ab Mitternacht gesperrt, wenn du dich nicht mit einem Account, wo du über 18 authentifiziert bist, angemeldet hast. Also das ist dann immer ein Punkt, wo ich sage, ist die Frage, ob
das die richtige Richtung ist für eine gesellschaftliche Entwicklung oder ob man da nicht wieder ein bisschen mehr in Richtung Eigenverantwortung gehen sollte. Ich bin jetzt schon nicht mehr minderjährig, das heißt, mich betrifft es nicht mehr, mich ärgern solche Sachen nur. Und sollte ich mal Kinder haben, weiß ich nicht, ob ich quasi froh sein würde über solche Sachen oder ob man die erzieherischen Aufgaben nicht auch anders erfüllen kann. Thema, das in Österreich ein bisschen peripher vorbeigestreifen ist, ist das Leistungsschutzrecht für Presseverleger, wo es im Endeffekt darum gegangen ist, dass sie Google dazu zwingen wollten, mit Zeitungsverlagen Verträge abzuschließen, dass Google weiterhin Textsnippets und Bilder bei Suchergebnissen anzeigen darf. Hat sie dann irgendwann herausgestellt, dass viele der Online-Zeitungen ohne Google-Hits nicht mehr so gut leben können und ist dann relativ im Sand verlaufen. Also das ist jetzt, glaube ich, ein zahnloses Gesetz geworden, wenn es überhaupt verabschiedet worden ist. Habe ich nicht verfolgt, aber auch wieder so ein absolutes Brainwreck. Und natürlich die Vorratsdatenspeicherung, habe ich vorher schon angeschnitten, ist in Deutschland und Österreich schon umgesetzt worden, wo jetzt noch die Gesellschaft noch die Frage offen hat, so, was passiert überhaupt mit den Daten, welche Daten werden erfasst und bringt es überhaupt was oder wird ein Datenberg angehäuft, der quasi beliebig verwendet werden kann, den man eigentlich gar nicht braucht. Das sind Sachen, die jetzt noch ausstehen, die sicher auch noch in den nächsten Jahren beleuchtet werden. Die Content-Industrie ist... Und vielleicht noch interessant, bei der Datenspeicherung ist ja auch, was werden die Daten, wo werden die Daten, die man speichert, später genutzt? Ja. Also, weil es gab ja, wenn man, das war die Niederlande, seit Zweiter Weltkrieg, wo Religionszugehörigkeit gespeichert wurde, und dann sind Nazis einmarschiert und dann wurde die Religionszugehörigkeit nicht direkt genutzt und fast alle Juden direkt, ohne. Und man weiß halt nie, wozu die Daten, die gespeichert werden, dann vielleicht zwei, drei Jahre später genutzt werden. Völlig andere gedachte Sachen. Ja, also in Österreich wissen wir zumindest, dass die Datenschutzkommission nicht über die Mittel und Kompetenz verfügt, um die Vorratsdatenspeicherung zu überprüfen. Das haben wir schwarz auf weiß und das ist quasi der Status quo. Content-Industrie ist ein sehr spannendes Thema, weil es gesellschaftlich sehr verworren ist, weil Content-Industrie ist eigentlich ein Wirtschaftszweig, der sich dadurch auszeichnet, dass er für Inhalte Geld bekommt. Was dabei übersehen worden ist, ist, dass das ursprünglich ein Medienvertrieb war. Das heißt, ich habe nicht die Inhalte verkauft, sondern die Medien, auf denen die Inhalte gespeichert waren. Das heißt, Zeitungen, Buchverlage haben sehr lange Papier verkauft. Film- und Audioverleger haben zuerst magnetischen Staub auf Plastikbändern verkauft. Jetzt ist es Aluminiumdampf auf Polycarbonatscheiben. Und das ist eine Lektion, die Sie jetzt mit dem Aufkommen, des Internets schmerzlich lernen. Weil eigentlich grob betrachtet diese Inhalte nur Informationen sind. Und das Internet ist, was Informationen anbelangt, relativ pestig, weil das Internet ein Zusammenschluss ist von Computern und Computer sind perfekte Informationskopier- und Verbreitungsmaschinen. Das heißt, den Weg des Mediums, dass ich jetzt wirklich irgendwo hingehe und physisch etwas bewerbe oder erwerben muss, um Inhalte zu konsumieren, ist weggefallen. Und das hat viele der alten Verlage vor Probleme gestellt. Die sind dann plötzlich mit der Situation konfrontiert gewesen, dass sie das Internet haben, das Internet ist perfekt zum Vertreiben von Inhalten und sie haben auch Inhalte, aber sie wissen nicht, wie sie jetzt quasi diese Inhalte und das Internet zu Geld machen können. Gibt es einige wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Steam, eine Online-Spielevertriebsplattform, die relativ früh festgestellt hat, dass man das sehr wohl richtig machen kann. Das Gros der Industrie ist eigentlich durch die Five Stages of Grieving, also so durch die fünf Phasen der Trauer gegangen, so zuerst nicht wahrhaben wollen, dass es das Internet gibt, dann ist man mal zornig drauf, dass es das Internet gibt, dann fängt man zum Verhandeln, überlegen, okay, wie können wir das Internet so lang rausdrängen, bis es es nicht mehr gibt und weiterhin unsere Medien verkaufen. Dann haben sie festgestellt, dass das mit den ganzen Abmahnen und Sperren und Löschen und so weiter auch nicht so wirklich geht und die Konsumenten dann noch nur unglücklicher und angefressener werden. Und jetzt sind wir irgendwo in der Phase zwischen Depression und Akzeptanz. Wenn wir uns das Thema des File-Sharing, so des unberechtigten Teilen von Inhalten im Internet annehmen, dann ist das eigentlich nahezu immer einem der drei Punkte geschuldet. Entweder ich bekomme das Zeug nicht mal, es ist ziemlich unbequem, weil ich da jetzt mit Kreditkarte zahlen muss und ich keine Kreditkarte habe oder nur überweisen kann. Oder das schlicht und ergreifend, die Preise, die gewählt worden sind, außerhalb dem liegen, was mir die Bevölkerung oder die Gesellschaft kaufkraftmäßig überhaupt geben kann. Da hat es in den letzten 5 bis 10 Jahren heiße Diskussionen gegeben.
Im Musikbereich ist es mittlerweile großflächig ein gelöstes Problem, zumindest aus meiner Perspektive. Es gibt jetzt als große Anbieter Amazon, iTunes, iTunes Match, mit dem man quasi seine ganze Musiksammlung auch in die Cloud draufladen kann. Spotify, Google Play und so weiter. Also Google Play startet, glaube ich, irgendwann in den nächsten Wochen oder ist schon gestartet in Österreich. Und dementsprechend diskutiert eigentlich keiner mehr. Dass sich jetzt an der gesamten Wirtschaftssituation der Bands und ganzen Wertschöpfungskette einiges geändert hat, ist klar, aber das ist Diskussionen, die die Musikindustrie führen muss. Bücher schaut es euch auch relativ gut aus. Die haben das den Vorteil gehabt, dass es dass eigentlich niemand früher raubkopierte E-Books am Bildschirm lesen wollte. Amazon hat relativ früh den Kindle rausgebracht, damit er schnell eine angenehme Plattform gebracht, die nicht nur quasi digitale Inhalte anzeigen konnte, sondern auch viel bequemer war. Weil wenn jemand in den Urlaub fährt, dann ist es deutlich angenehmer, wenn man 300 Gramm Plastikding mitnehmen muss, anstatt 5 Kilo totes Papier oder tote Bäume. Das ist jetzt auch so, dass wir auch ein bisschen einen offenen Markt haben, da kein Amazon-Monopol, sondern E-Book-Reader gibt es. Kali hat eigene Experimente gestartet und ich glaube zumindest in den Staaten drüben haben die digitalen Bücherverkäufe mittlerweile schon die toten Bäume überholt. Das heißt, das ist eine akzeptierte Lösung, mit der die Verlage auch gelernt haben zu arbeiten. Filme und Serien ist ein ganz heißes Eisen momentan. Lernen sie allerdings auch langsam, dass File-Sharing nicht das Ende der Welt ist, sondern dass das vielleicht sogar zusätzliche Publicity-Quelle sein kann. Und man nur schauen muss, okay, wie kann ich diese Publicity, die ich habe, auch in Geld verwandeln. Online-DVD-Ken, die schon angesprochen worden sind von den ganzen Sendern, sind schon gut aufgebaut. Ein großes Problem ist, dass der ganze Katalog von Hollywood und den amerikanischen Fernsehsendern in Europa großflächig eigentlich nur über BitTorrent oder sonstige File-Sharing-Seiten verfügbar ist. Aber das ist was jetzt ein Studium herausgefunden haben, ist, dass wenn zum Beispiel Serien wie Game of Thrones oder Walking Dead sehr kurz nach dem Ausstrahlungsdatum in der US, aber bei uns gesendet wird, die Downloads sehr stark zurückgehen. Also ist die Verfügbarkeit, die eigentlich eine große Rolle spielt. Ja, Verfügbarkeit und Bequemlichkeit, nämlich wenn ich weiß, okay, in zwei Tagen ist es eh bei uns im Fernsehen oder einer Woche, dann scheiße ich aufs Runterladen oder irgendwelche irgendeine Seite finden, sondern so viel Zeit habe ich dann noch. Zeitungen sind relativ unklar, wie es da weitergehen wird. Die leiden momentan alle sehr stark daran, dass ihnen die ganzen klassischen Subscriber wegfallen. Das heißt, die ein Zeitungsabo haben und mit Werbeeinnahmen allein lassen sich die meisten Zeitungen anscheinend nicht finanzieren. Treibt dann solche Blüten, dass sogar der Kai Diekmann, der Chef von der Bild-Zeitung, gerade im Silicon Valley unterwegs ist, um neue Geschäftsmodelle zu studieren. Und auch in Österreich, falls es noch niemand kennt, austriakiosk.at kann ich sehr empfehlen, da hat die APA ein Online-Portal für alle österreichischen Tageszeitungen gestartet, die mittlerweile, glaube ich, auch in ausgesuchten Cafés über Freewave gratis verfügbar ist. Das ist, da muss man sagen, das war äußerst progressiv und ist jetzt die Frage, wie man wieder Subscriber zu den Zeitungen bekommen kann, wo auch die, quasi die Leser, die dafür zahlen, glücklich sind. Ja, das war jetzt relativ Information auf einmal. Jetzt ist die Frage, wie es in der Realität besonders in internationalen in Österreich aussieht. International ist das Thema Netzneutralität nicht neu. In den USA hat es damals schon einen Fall gegeben mit Comcast, quasi einer der dort den großen Kabelnetzbetreiber, einer der zwei oder drei, die sie haben, für 270 Millionen Menschen. 2007 haben die angefangen, BitTorrent zu blocken, wo sie dann gesagt haben, okay, du verbindest dich jetzt zu einem BitTorrent-Peer, der uns zu weit weg ist, wir resetten dir die TCP-Connection einfach mal. Und ist dann auch vor die FCC, den amerikanischen Regulierer, gekommen und der hat ihnen dann gesagt, ihr dürft nicht in die Arbeitsweise dieses Protokolls eingreifen. Und dann hat die Comcast gesagt, okay, dann schieben wir in Zukunft nur mehr protokollagnostisch und drosseln bei Überlast halt einzelne Anbieter runter. Das war, glaube ich, der am weitesten dokumentierte Fall zum Thema Netzneutralität, der auch drüben schon relativ früh verhandelt worden ist. Auf der legislativen Seite ist auch einiges passiert. Südamerika war überraschenderweise der Vorreiter in dem Bereich, wo es in Chile, glaube ich, schon 2010 die ersten Netzneutralitätsgesetze verabschiedet haben, die Teile von dem, was ich eingangs erwähnt habe, schon festgesetzt haben. Das heißt, dass ISPs wirklich keinen Schindluder treiben dürfen. In Europa ist es so, dass die Niederlande und Slowenien auch schon Gesetze verabschiedet haben, die teilweise auf den chilenischen und halt Slowenien auf den Niederlanden aufbauen und auch schon quasi angefangen haben, die ersten Schlupflöcher zu schließen und zu schauen, dass quasi diese gemeinsame Basis, die da erarbeitet worden ist, auch gesetzlich gesichert wird.
In Österreich schaut die Situation momentan so aus, dass die Content-Industrie sehr fleißig aktiv ist. Also bei UBC ist, glaube ich, noch immer Kino.de und Pirate Bay blockiert. Es hat Abmahnungen gegeben gegen Filesharer. Ich habe 2004 oder so auch eine Abmahnung kassiert, weil ich in einem Document-Root, wo Directory Index aktiviert war, das heißt, man konnte es in den Dateien drin liegen, ein paar MP3s herumliegen gehabt habe. Das hat mich dann, glaube ich, für die drei von den 50 Liedern, die drin waren, glaube ich, 350 Euro pro Stück gekostet. Und der Verein für Antipiraterie und Kunst hat Recht ist auch ganz aktiv, um zu schauen, dass da nichts anbrennt und machen halt ordentlich Trommel für schärfere Gesetze und kümmern sich eigentlich relativ wenig, um Inhalte leichter verfügbar zu machen. Vorratsdatenspeicherung ist bei uns seit 1. April folgenden Jahres aktiv. Usage-Based Billing ist laut Informationen aus UBC-Kreisen in Vorbereitung. Da laufen schon die ersten Focus-Groups, wo sie quasi eruieren, wie viel Volumen denn so ein typischer Internetnutzer heutzutage wirklich braucht, damit sie ihre Pakete dementsprechend gestalten können. Die TA wird auch anfangen, in diesem Bereich aktiv zu werden, weil die Deutsche Telekom schon relativ aktiv ist. Wir hätten für sie einen Telekom-Regulierer, das ist die RTR. Und die europäische Vertreter, die BEREC, die quasi der Zusammenschluss aller nationalen Regulatoren ist. Die RTR hat lustigerweise relativ weitreichende Befugnisse, um in die Arbeitsweise der österreichischen ISPs einzugreifen. Das geht teilweise bis zum kompletten Offenbarungseid, wo die ISPs dann darlegen müssen, wie denn ihre Wertschöpfungskette ausschaut, wie ihre Buchhaltung funktioniert, wie ihre Netzausbauplanung aussieht und so weiter. Allerdings werden sie dann nicht aktiv, weil sie selber noch nicht wissen, unter welchen Gesichtspunkten sie überhaupt aktiv werden wollen. Das heißt, die sind auch noch am Erarbeiten einer internen Position, wie sie mit dem ganzen Thema umgehen wollen. Die Parteien haben das zumindest einzelne Vertreter, ein, zwei Personen in jeder Partei, die sich mit dem Thema ein bisschen auskennen, aber keine Meinung auf der Parteibasis und auch nicht bei den hohen Vertretern. Das heißt, da gibt es akuten Nachholbedarf. Wenn man das so sieht, müssen wir sagen, dass das alles schrecklich ist und quasi da mit uns herumgespielt wird. Aber deswegen gibt es die berühmte Zivilgesellschaft, die in Deutschland sehr gern zitiert wird und die durch Leute wie mich jetzt anstelle vertreten wird. Wir haben, also mit wir meine ich die Initiative für Netzfreiheit und die WIPE, der Verein der Internetbenutzer Österreichs, 2012 Kampagne gestartet mit dem Namen Unser Netz. Und haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir in Österreich ein Netzneutralitätsgesetz durchbringen wollen. Parallel dazu machen wir sehr viel Aufklärungsarbeit und auch Lobbyarbeit. Lobbyarbeit heißt in dem Fall, dass man mit all diesen Stakeholdern und Parteien, die eigentlich da was wissen sollten, aber noch keine Meinung dazu haben, reden und einfach auch abklopfen, welche Standpunkte diese vertreten. Und das Jahr 2013 wird, was das Thema Netzneutralität anbelangt, relativ heiß werden, weil es europäisch schon ziemlich hochkocht, eben weil zwei Länder schon Gesetze verabschiedet haben und in Österreich der Standpunkt ist so, wissen wir nicht gerade, was wir damit machen sollen. Und weil auch Nationalratswahlen ins Haus stehen und dementsprechend Wahljahr ist. Das heißt, da ist auch zu erwarten, dass im Frühling, Sommer und frühen Herbst noch einiges passieren wird in dem Bereich. Und das bringt uns auch wieder zur Zivilgesellschaft, die sich jetzt nicht nur durch ein paar selbsternannte Internetfreiheitskämpfer wie mich auszeichnet, sondern da ist von prinzipiell jeder dazu eingeladen, etwas zu machen und in dem Bereich aktiv zu werden. Österreich ist es mit Aktivwerden nicht so leicht, weil da gibt es so den berühmten österreichischen Konjunktiv, da müsste man mal was machen. Oder wie der Günter Pahl, der Kunkel, gesagt hat, so, der Konjunktiv ist die österreichische Form der Wirklichkeit. da muss man einfach sagen, ganz wichtig in erster Linie so einfach wachsam sein, mit offenen Augen durchs Leben gehen, schauen, ob euch etwas auffällt, das komisch wirkt, wenn neue Produkte auf den Markt kommen mit unterhaltsamen Eigenschaften, wie so Spotify-Pakete oder so, das mal nachhaken, wenn Services oder Seiten nicht erreichbar sind, nachhaken, oder wenn jetzt zum Beispiel wieder UBC, YouTube schlechtes Internetwetter haben, YouTube für zwei, drei Wochen nicht verwenden kann, das auch nicht unkommentiert stehen lassen, sondern einfach da mal nachhaken und fragen, was los ist. Zum Thema sei wachsam gibt es auch ein tolles Lied von Reinhard May, das ich da verlinkt habe. Ja. So, wenn jemand in den richtigen Mindset kommen möchte für diese Arbeit, das einfach mal anhören. So, ich habe noch 6 Slides, dann bin ich durch. Wer die Freiheit nicht nutzt, dafür ist es gar nicht. So, wird die Freiheit nicht genutzt, nützt sie sich ab. Ja, genau. Und wird halt eher sukzessive beschnitten.
Ja, Verletzungen ansprechen. Du hast jetzt Netzneutralität und Zensurmaßnahmen und Vorratsdatenspeicherung, habe ich den Eindruck, sind für dich, gehören ganz eng zusammen. Es sind alles Aspekte, die reinschneiden. Aber ist nicht, ja, die Frage ist, ich habe den Eindruck, Netzneutralität ist total schwer zu verstehen für viele, was das überhaupt ist. Und im Kern ist es ja bevorzugt, bestimmter Packages gegenüber anderen. Zu einem großen Teil aus kommerziellen Interessen, weil man sagt, große Anbieter sollen zahlen, also YouTube soll zahlen und kleine können sich dann nicht entsprechend durchsetzen. Und wenn man das jetzt alles verbindet, so schlimm die anderen Dinge auch sind, das meine ich damit nicht, erschwert man es dann nicht noch, das Thema zu verstehen? Die Perspektive, die du genannt hast, ist vielleicht die österreichische Perspektive. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in Dubai bin, dann ist Netzneutralität auch, dass ich jetzt zum Beispiel nicht auf Seiten komme, was weiß ich, von irgendwelchen anderen Religionen, weil mir der staatliche Telekom-Betreiber vom König verordnet, diese Seite blockiert. Ja, aber es ist aber die amerikanische Perspektive oder auch die holländische. Wenn Sie von Netzneutralität reden, meinen Sie immer das. Und deswegen hat gab es die ganze Geschichte, dass Google hat das ja fürs Festnetz nicht auf die Bahn geschrieben, mobil, aber auch unterschrieben, dass da nicht das sozusagen unterschiedlich vorkam. Was ich nur meine, ist, das sind verschiedene Dinge. Die hängen zwar miteinander zusammen, aber Netzneutralität und Vorratsdatenspeicherung hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber Vorratsdatenspeicherung ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber prinzipiell die ganzen Netzsperren oder die Unversehrtheit der Daten ist schon einer der Kernbestandteile der Netzneutralität selbst. Das heißt, dass mir mein Netzbetreiber nicht in meinen Datenstrom eingreift. Und es gibt halt unterschiedliche Perspektiven drauf und ich sage nicht, dass die Definition, die wir gefunden haben, entweder die ich jetzt vorgetragen habe oder die Initiative für Netzfreiheit festgeschrieben hat im Positionspapier, dass das endgültig ist, sondern das ist ja ein gesellschaftlicher Diskurs, der sich noch weiterführen wird. Um das kurz fertig zu machen, so Verletzungen ansprechen, das heißt, wenn euch was auffällt, reintreten. Firmen hassen nichts mehr wie zusätzliche Arbeit, das heißt, selbst wenn es nur ein E-Mail oder ein Anruf beim Support ist, ist das etwas, was dann draufgetragen wird, was in ein Meeting reinkommt, wenn genug Leute anrufen, worüber sich dann Leute den Kopf zerbrechen müssen, und das ist etwas, was ISPs nicht haben wollen oder kein Unternehmen haben wollen. Und natürlich auch das persönliche Umfeld aufklären, das heißt, darauf aufmerksam machen, dass hier etwas passiert und ein bisschen versuchen, die österreichische Wurstigkeit aus dieser Debatte rauszubekommen. Weil es gibt keinen schlimmeren Feind der Freiheit als Ambivalenz und Desinteresse. Nämlich wenn jedem alles egal ist, dann kann man ja einfach links und rechts Sachen anfangen zusammenzustreichen, bis man einmal feststellt, dass man quasi zwischen between a rock and a hard place, also mit dem Rücken zur Wand steht. Man kann das Projekt Unser Netz.at direkt unterstützen. Wir treffen uns alle 2 Wochen in Wien physisch. Es gibt Mailinglisten, Mumble-Sessions oder sonst irgendwas, haben sie im Moment durchgesetzt, weil das im Moment dann relativ Wien fokussiert ist und da die Kommunikation in Persona deutlich einfacher ist. Ja, generell. Ja. Frage. Ja. Die Telekom hat ja sogar gesagt, schnelles Internet, weiterer Ausbau nur in dicht verbauten Gebieten. Das ist ja. Aber das ist auch ein lustiges Problem. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich muss sagen, ich bin 2006 in die große Stadt gezogen. Mich betrifft es nicht mehr so. Ich war damals auch so einer Problemkunden in der Tulner Gegend, weil mein Haus so 5,5 Kilometer vom WLAN weg war und somit für ADSL nicht mehr geeignet war. Netzausbau ist ein heißes Thema, bin ich allerdings relativ schlecht vorbereitet darauf. Aber ist sicher etwas, was wir auch aufgreifen werden, wenn es relevant wird. Wer generell etwas für Internet und für den ganzen Raum in Österreich tun möchte, unabhängig von der Netzneutralität, da gibt es auch 2 Vereine, die sich auf die Brust geheftet haben, für die Internetbenutzer einzustehen. Das eine ist die Initiative für die Netzfreiheit, wo ich und Thomas Lohninger, mit dem ich schon einige Vorträge zu dem Thema gemacht habe, Mitglied sind. Von der Vibe bekommen wir sehr tatkräftige Unterstützung beim Thema Netzneutralität, besonders im legislativen Bereich, weil da auch Leute dabei sind, die im gesetzgebenden Bereich relativ viel Erfahrung haben. Und auch ja, generell so der ganze technokratische, rechtliche Bereich, wenn es um Kommunikation Richtung CERT.at geht. Und generell das ganze Internet-Urgestein in Österreich sammelt sich euch bei der Vibe an momentan. Ja. Und das war es eigentlich im Schnelldurchlauf jetzt nicht mehr fertig werden. Gibt es noch irgendwelche großen Fragen zu dem Thema? Oder auch kleine? Also wenn sich keiner traut, dann verdient nochmal was. Nochmal lauter. Ich sage, wenn sich keiner traut, dann verdient nochmal was.
Man hat jetzt gesehen, in dieser Wertpflichtdebatte im Jänner, zum Beispiel das Thema Cyber War sehr gerne von ÖVP-Politikern aufgenommen. Entschuldige. Ja. Und ich habe irgendwie so den Eindruck gehabt, da gibt es den Experten oder den Berater, sagen Sie das, oder haben Sie 50.000 Stimmen mehr bei der Hand? Ja. Und es hat sich so angehört, als ob der Rekrut und in Zukunft beim Counter-Strike den Hacker in China jagen kann. Das kann teilweise wirklich die Perspektive der Politik auf das Thema sein, also wo wieder den Schluss zu den Internetausdruckern hat. Ja. Da ist jetzt die Frage, wie siehst du die Gefahr von transportierten Messages von technischen, also von Leuten, die quasi von Experten, die ja selbst technische Laien sind, beraten werden, die diese Laien, unsere Politiker, geben das dann weiter, und die Bevölkerung glaubt, aha, es ist so, das ist die Realität und in Wirklichkeit ist es auch völliger Schwachsinn. Ja, das ist, ich sage jetzt mal, keiner der genannten Personen oder Rollen in diesem ganzen System macht es aus Bösartigkeit, sondern sie wissen es einfach nicht besser. Und da ist jetzt eben, was ich schon erwähnt habe, habe ich mir dann zum Anlass genommen, nachdem es bei mir die völlig sinnlose Hausdurchsuchung gegeben hat, zu schauen, dass das Thema in der Öffentlichkeit ein bisschen breiter aufgestellt wird und auch mehr Information dazu da ist. Nämlich allein durch die Existenz der IFNF und allein durch die Existenz unserer Netzneutralitätskampagne sind plötzlich alle Stakeholder aufgeschüttelt gewesen und haben gesagt, so, scheiße, wir müssen uns jetzt in dem Bereich weiterbilden, weil wenn wir keine Definition finden, dann schreiben die die Definition für uns und das wollen wir am wenigsten. Und wo es jetzt auch sicher sehr stark im Bereich Kriminalität, Online-Kriminalität und so weiter anbelangt, wo es auch einen sehr starken Nachhol- und Schulungsbedarf gibt. Wo natürlich wir schauen müssen, okay, wer kennt Polizisten, wer kennt Leute, die dort in dem Bereich tätig sind, wie kann man die unterstützen, wie kann man ihnen unter die Arme greifen und natürlich auch im öffentlichen Diskurs durch dementsprechende Vereine zu sagen, okay, das, was ihr da geschrieben habt, ist absoluter Schwachsinn, so schaut die Welt wirklich aus. Also eine Rolle, die zum Beispiel in Deutschland der CCC relativ vollinhaltlich übernimmt, wo es in Österreich bisher sehr lange niemanden gegeben hat, der das Wissen gehabt hat und der eine dementsprechende Rolle eingenommen hat. Also das ist wirklich ein gesamtgesellschaftlicher Entwicklungsprozess, weil es ja nicht um einzelne Personen geht, wo man da nachhelfen und nachholen muss. Und glaubst du, dass die Sicherheitsbehörden sozusagen, also Inlandsgeheimdienste genau in Österreich, entsprechend gut informiert sind oder kommen da einfach nur Leute daher, die überhaupt keine Ahnung von der Materie haben, wenn sie Hausdurchsuchung für die Woche? Also so, es gibt sicher sehr gute Inseln von Wissen in einer See von Ahnungslosigkeit. Aber wirklich eine gute, also eine qualitative Einschätzung kann ich nicht treffen. Ich kann nur sagen, was mir passiert ist und was ich sonst da rundherum beobachte. Und das ist halt relativ dürftig. Danke. So, danke. So, wie schaut es mit diesen Dingen aus, wie der OE zum Beispiel versucht, den Computer zu einem Fernseher zu machen und solche Dinge? Ja, sagen wir so, wenn es mehr Computer gibt, hat man natürlich mehr Möglichkeiten, mit Geräten Schindluder zu machen und dementsprechend muss man darauf aufpassen, dass solche Projekte sinnvoll umgesetzt werden. Da gab es ja jetzt in Österreich, werden auch die Smart Meter ausgerollt, wo jeder Zählerkasten quasi ans Internet angeschlossen wird, mehr oder weniger direkt, wo man dann auch sehr stark die Frage stellen muss, okay, wisst ihr überhaupt, was ihr da macht? Wisst ihr darüber, wie sicher das ist? Nämlich so der Stromzähler tauscht man nicht im Vorbeigehen aus, sondern da ist mal kurz Strom weg, wenn man den austauscht. Und das ist etwas, was sehr überlegt werden sollte. Haben wir noch Fragen? Grundsätzliche Frage. Netzneutralität und das Ganze ist ein sehr weit gefächertes Thema mit Vorratsdatenspeicherung etc. 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 Wie schaut bei euch zum Beispiel von der Gesellschaft in unser Netz Differenzierung aus zwischen den unternehmerischen Ausnutzungen des Netzes und den staatlichen Ausnutzungen. Der Staat hat andere Interessen, macht sich die Unternehmen zunutze, aber die Unternehmen haben auch ihre eigenen Interessen, wie sie das Netz ausnutzen wollen, zu ihren Vorteilen. Wie schaut da die Differenzierung aus? Sagen wir so, der Staat sollte eigentlich nicht die Interessen des Unternehmens vertreten, sondern die Interessen der Bevölkerung. Und wir sehen uns als IFNF eigentlich sehr stark als Vertretung der Zivilgesellschaft, also wirklich der Nutzer, der Konsumenten in dem Fall, wobei wir jetzt... Als Initiative zum Schutz vor den Unternehmen oder als Initiative zum Schutz vor dem Staat?
man kann es nicht so genau definieren, sondern einfach zur Wahrung der eigenen Grundrechte im Internet. Ja? Weil aus welchen Gründen diese Rechte verletzt werden, kann man ja nie im Vorfeld sagen oder ganz hart abgrenzen. Weil da kann es dann sein, dass es halt ein Public-Private Partnership gibt, wo eine Firma dadurch Geld verdient, dass Grundrechte eingeschränkt werden und quasi irgendein Politiker dafür gerade steht. Da gibt es dann halt so den Staat und ein Unternehmen, das gegen die Interessen des Einzelnen hergeht. Aber wenn ihr noch weiter diskutieren wollt, sie wird nachher sicher noch draußen im Hof sein und da können wir noch drüber reden.